willst wissen, wie du unendlich viele Coins oder in Rocket League heißt es, unendlich viele SP in Rocket League Sideswipe haben kannst, dann bist du bei dem Video genau richtig. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, das ist jetzt schon das zweite Rocket League Sideswipe Video. Gestern haben wir extrem viele von diesen geheimen Items geöffnet und heute werden wir diese in bare Münzen umwandeln. Und zwar könnt ihr durch diesen Trick, der ist super, super einfach, und zwar könnt ihr dadurch so viele von diesen SP, also den Coins in Rocket League Sideswipe bekommen. Alles, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach nur auf Garage drücken. Dann drückt ihr hier auf euer Inventar, auf irgendein Auto. Und dann guckt mal, wie viele Räder ich alleine habe. Ihr könnt die alle nehmen. Und jetzt passt auf, wenn ihr da doppelt draufklickt, einfach mit eurem Finger doppelt draufklickt, dann seht ihr schon, verwerten. Dafür kriegt ihr dann hier einfach komplett for free 288 SP. Das könnt ihr mit fast jedem Rad machen. Ich mache jetzt hier ganz kurz mal einen Screenshot. Ich habe mein iPad ausgemacht. Das könnt ihr mit jedem Item machen. Hier auch wieder 288. Und umso seltener das Item ist, das heißt, wir sehen jetzt hier, das Item hat die Seltenheit selten einfach nur. Umso seltener das Item ist, umso mehr SP, also umso mehr Credits oder umso mehr Coins kriegt man für das Item, umso mehr Drops, umso mehr Sachen kann man sich dann dafür im Itemshop kaufen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine gewöhnliche, kriegt man nur 60 für. Aber no joke, die Scheiße braucht man eh nicht. Man braucht das nirgends wofür. Deswegen nimmt man die 72 jetzt hier, wenn es lackiert ist. Hier nochmal 60. Wir hatten am Anfang fast gar nichts. Wir schauen mal, wie viel wir am Ende haben. Wir haben jetzt schon über 1300, nur mit den Rädern. Und das war alles nur von dem Opening gestern. Wir schauen mal, wir machen weiter. Wir haben jetzt hier noch richtig viele Dachaufsätze. Manche kann man leider nicht traden, weil die irgendwie von Rocket League vorher schon im Inventar waren. Keine Ahnung genau, ich kann es euch leider nicht genau sagen. Aber die meisten gehen. Alles, was ihr zieht, könnt ihr sofort wieder vertraden. Auch alles, was ihr aus euren Profi-Drops bekommt. Also gönnt euch die ganzen Gratis-Münzen. Leute, wir sind jetzt schon fast bei 3000. Ihr wisst, wie viele Drops ihr damit ziehen könnt. Und damit habt ihr die Chance auf unter anderem Black Market Items. Ihr könnt richtig, richtig viel geile Scheiße ziehen. Und ihr könnt euch auch den ganzen Shop leer kaufen. Hier zum Beispiel, ich habe jetzt ja Dark Matter einmal gezogen. Aus einem Profi-Drop, glaube ich, war es. Und das, ein exotisches, könnt ihr für fast 1000 SP weiterverkaufen. Das sind einige Drops, wenn ihr das schlau anstellt. Standard können wir leider auch nicht verkaufen. Thermik sollten wir noch verkaufen können, genau für 60. Dark Matter werde ich mal nicht verkaufen, weil ich das extrem feiere. Und dann könnt ihr nochmal schauen bei euren Tower-Explosionen. Jetzt habe ich gestern Schmetterlinge noch gezogen. Ich behalte es aber erstmal, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Und jetzt schauen wir mal hier im Itemshop. Wir haben jetzt einfach for free, ohne irgendwas dazu zu machen, wir haben unsere ganzen Scheiß-Items einfach abgegeben und können uns davon jetzt hier von 2500 SP einfach komplett die geheimen Items gönnen. Jetzt, klar, kann man hier auch wieder Scheiße draus ziehen, aber das könnt ihr so lange machen, bis ihr da irgendwas Gutes rauskriegt. Klar macht man da meistens ein bisschen Verlust mit. Aber wenn mit ein bisschen Glück, natürlich ist bei meistens viel Glück dabei, könnt ihr Atomizer ziehen. Ich habe Leute in meiner Community, die haben schon titanweißen Atomizer gezogen. Klar, jetzt hatten wir ein bisschen Pech. Wir öffnen jetzt hier noch eins. Die 1000 werde ich mal behalten. Ich will nicht unbedingt über die 500 hier noch gehen. Die 1000 werde ich behalten. Auch ganz wichtig, ihr nehmt jeden Tag euren Gratis-Drop mit. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war ein ziemlich kurzes Video. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst super, super gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr kein geisteskrank geilen Rocket League Sideswipe Content und Tipps, ganz viele Tipps auch verpassen wollt. Deswegen, Leute, abonniert den Kanal und sonst würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag und ich würde sagen, ciao. Ciao.